Hallo ihr Lieben, heute zum vierten Teil der Reihe. Heute mit dem Thema Leichttraben oder Schwertraben. Eine kleine Bemerkung vorweg. Die kleine Dame, die ihr da auf dem Pferd seht, die hat schon ein paar Longenstunden. Und ja, zurzeit habe ich halt keine Einstärke, darum ist sie jetzt auf dem Video. In der Regel wird er in den ersten Reitstunden mit dem Leichttraben angefangen, da aber der Bewegungsablauf wesentlich komplexer ist als das Aussitzen, versuche ich immer wieder erst das Aussitzen, damit dann gleich gespürt werden kann, wie wichtig der Rumpf für das Reiten ist. Dadurch konnte ich immer wieder in den ersten Stunden auch schon einen wichtigen Grundstein legen. Kommen wir zur Technik des Leichttrabens, denn auch die Reiter, die schon etwas länger im Sattel sitzen, aber die wirkliche Leichtigkeit und die Technik nicht erklärt bekommen haben, sind froh, wenn ich noch einmal das Ganze erkläre. Da natürlich der treibende Schenkel und die Zügelhilfe dann auch wesentlich gezielter eingesetzt werden können. Jetzt kann ich auch nach dem Aussitzen gleich mit dem Leichttraben beginnen. Da der Oberkörper schon die richtige Haltung hat und das Pferd die Hüfte auch vorschubsen kann und der Rhythmus viel besser gespürt werden kann. Wenn das Pferd dann steht, erkläre ich nochmal die Bewegung taktil, wenn sie durch Erklärung nicht verstanden wurden. So wie ich das auf dem Video da zeige. In der fortgeschrittenen Lernphase muss ich natürlich immer wieder Hilfestellungen durch Anweisungen geben. Welchem Reitlehrer wiederholte Ansagen und Erklärungen zu mühselig sind, der sollte sich überlegen, ob er dann den richtigen Job hat, denn nichts ist für ein Kind schneller zu durchschauen als ein entnervter, ungeduldiger Ton. Da kommt auch dann das schönste Lob am Ende nicht mehr an. Wenn man dann als Selbstmotivation stattdessen eine Rhythmusübung einbaut, ist auch das Lob durch Selbsterkenntnis ein ganz, ganz großer Schritt. Da braucht man dann auch nicht ein Heucheln am Ende. Oh, das hast du aber gut gemacht. Die Rhythmusübung kommt dann immer gut an, wenn das Leichttraben durch Zählen verstärkt wird. Und die Kinder sollen bei jedem Taktverlust immer wieder neu anfangen. Dann verstehen sie auch gleich, dass sie sich strecken müssen und dass sie nicht mit den Beinen drücken dürfen, weil dann kommt der Rhythmus gemeinsam mit dem Pferd zu einem guten Abschluss. Ja, das war's dann für heute wieder. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Unterrichten, viel Freude mit eurem Pferd und natürlich wie immer Gottes Segen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte in die Kommentare. Und über ein Like würde ich mich natürlich freuen, das ist gar kein Thema. Und alles Liebe, eure Alex.